Meine Damen und Herren, ich darf Sie begrüßen zur ersten Einheit des IMOX für Urheberrecht. Wir beschäftigen uns in der ersten Einheit mit dem Urheberrechtsgesetz an sich. Ganz kurz zu meiner Person. Mein Name ist Magister Michael Lanzinger. Ich bin jetzt seit 1.7.2013 Rechtsanwaltsanwärter und seit 1.2.2014 in der Kanzlei Magister Bonelli, hier verlinkt in Wels, tätig. Überdies bin ich seit 1.10.2011 externer Lektor an der Universität Linz im Bereich Zivil- und Internetrecht und seit 1.2.2014 Wifi-Trainer. Dann noch ganz kurz zu den Quellen für diesen Kurs. Sehr interessant, auch zum Weiterlesen, Jani Schmader E-Business vom Verlag LexisNexis. Dann das RIS, das Rechtsinformationsservice. Hier finden Sie sämtliche Normen des österreichischen Rechtskreises sowie die höchstgerichtliche Judikatur. Und www.internetfortourists.at, eine ebenfalls sehr interessante Seite, die sich mit allen Aspekten des Internetrechts beschäftigt, wo man sehr gut weiterlesen kann. Nun aber zu unserer heutigen Problemstellung, nämlich was zur Hölle ist eigentlich das Urheberrecht? Das Urheberrecht, bei uns Urheberrechtsgesetz, das Bundesgesetz über das Urheberrecht an den Werken der Literatur und der Kunst über verwandte Schutzrechte. Ergangen durch das Bundesgesetzblatt 111 aus 1936, also Sie sehen, schon relativ betagt, zuletzt geändert durch BGB L1 11 aus 2015, hier eine Definition von verwaisten Werken und derzeit ist die Urheberrechtsnovelle 2015 geplant, mit der wir uns in der letzten Einheit dieses Kurses beschäftigen werden. Das Urheberrechtsgesetz im Überblick. Sie sehen, die Paragraphe 1 bis 9 werden einmal auf die Definition des Werkes verwendet. Was ist ein Werk überhaupt? Paragraphe 10 bis 13 gehen dann näher ein auf die Definition des Urhebers. Zwei sehr zentrale Begriffe. Was ist ein Werk nach österreichischem Urheberrechtsgesetz und was ist der Urheber nach österreichischem Urheberrechtsgesetz? 14 bis 25 haben wir dann den Umfang des Urheberrechts geregelt und auch die Möglichkeit der Übertragung von gewissen sogenannten Verwertungsrechten. 26 bis 32 Werknutzungsrechte, 30 bis 40h Sondervorschriften für Filmhersteller vor allem. Hier geht es um kommerzielle Filme. 41 bis 59c Urheberrechtsgesetz wird uns auch in den weiteren Einheiten noch beschäftigen. Die Beschränkung der Werknutzung oder die freie Werknutzung. Das Ganze geht dann weiter in den Paragraphen 60 bis 80 Urheberrechtsgesetz Dauer und dem Urheberrecht verwandten Schutzrechte. Dann haben wir 81 bis 90d Urheberrechtsgesetz, die Rechtsdurchsetzung und Paragraph 91 bis 93 Urheberrechtsgesetz, die Strafbestimmungen. Auch mit diesen werden wir uns noch separat beschäftigen. Schauen wir uns das ganz kurz einmal an, Werk und Urheber. In Österreich ist das geistige Eigentum das Recht an einer Idee, an einer Erfindung generell geschützt. Jede Schöpfung kann also ein Werk darstellen, kann ein Bild sein, Tonkunst, Filmkunst, sogar eine Klausur, eine Schularbeit kann ein entsprechendes Werk sein, sobald es auf einer eigenständigen geistigen Leistung beruht. Ein Werk kann natürlich bearbeitet werden, zum Beispiel übersetzt werden, wodurch dann unter Umständen auch ein neues Werk besteht. Der Urheber hat grundsätzlich das alleinige Recht der Verwertung, der Vervielfältigung, der Verarbeitung, der Vermietung und so weiter und so fort. Es nennt sich dies die Verwertungsrechte. Diese kommen grundsätzlich dem Urheber zu. Der Urheber kann aber diese Verwertungsrechte anderen Personen, also dritten Personen, zur Nutzung übertragen bzw. die Nutzung am Werk gestatten. Das Urheberrecht selbst übrigens kann nur vererbt werden. Nur die Verwertungsrechte sind rechtsgeschäftlich, also zum Beispiel durch Kaufvertrag, übertragbar. Wichtig, selbst zukünftige Werke können entsprechend verwertet werden. Das bedeutet, wenn ein Autor zu einem Verlag geht und sagt, ich werde ein Buch schreiben und der Verlag sagt, gut, egal wie das Buch wird, wir kaufen es, dann kann er schon, der Autor nämlich, die Verwertungsrechte schon vorab abgeben. Wichtig, von der Notwendigkeit der Berechtigung durch den Urheber ausgenommen, ist die sogenannte freie Werknutzung. Es gibt einige eingeschränkte Möglichkeiten im Urheberrechtsgesetz, ein Werk ohne Erlaubnis, ohne Zustimmung des Urhebers zu nutzen. Grundsätzlich kann man sagen, die Verwendung fremder Inhalte, fremder Medien, auch wenn diese an sich gratis zur Verfügung gestellt werden, zum Beispiel im Internet oder im Fernsehen, ist nicht von sich aus berechtigt. Jeder Mensch hat jedoch, oder jeder Mensch in Österreich hat jedoch das Recht zur Privatkopie, mit dem wir uns ebenfalls später noch beschäftigen werden. Umfasst von dieser Privatkopie sind auch Berichterstattungen über Tagesereignisse. Hierzu ist zu sagen, dass dies einfach aus
wirtschaftlichen, journalistischen Aspekten Sinn macht, weil eine News hier problematisch wäre, wenn sie veraltet ist. Das Ganze in den Nutshell kurz zusammengefasst, auf einer Folie, das haben Sie immer am Schluss meiner Einheiten. Jedes Werk ist in Österreich grundsätzlich geschützt und ist grundsätzlich nur vom Urheber zu verwenden. Verwertungsrechte am Werk können jedoch übertragen werden, und zwar rechtsgeschäftig. Und teilweise haben wir Möglichkeiten zur freien Werknutzung. Damit bin ich mit meiner ersten Einheit bereits wieder am Ende angelangt und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Dankeschön.